Oh, schöne Pose. Ah, ist aber schön in Pose gestellt, mein Freund. Sehr, sehr schön. Captain Titus, come in. Damned Orcs shot me off course. I've had no word from Leandros, but I'm picking up Vox chatter from Imperial Guard forces on the ground. I scarcely thought anyone would be left alive, much less still fighting. Heading towards the front lines now. I will meet you there. Und da kommen wir auch zur nächsten Gruppe von Menschen, die hier kämpfen. Das sind nämlich die Imperialen Garde. Das sind Menschen, die jetzt nicht so riesige Panzerungen haben, sondern halt stinknormale Marines. Und die werden immer von den Space Marines eigentlich immer als schwach angesehen. Beziehungsweise eine der Space Marines sind halt nicht gut zu sprechen auf imperiale Soldaten, weil die halt für ihre Schwäche und für ihre Angst und für ihren Feigheit eigentlich bekannt sind. Und die halt gerne mal schnell weglaufen. Aber die Kommissare und sowas, die sorgen dafür, dass sie halt meistens in Linien bleiben. Wer die alten Dawn of War Spiele gespielt hat, wie Dawn of War 1 und 2, der weiß, wovon ich rede. Die Imperiale Garde ist so eigentlich das Rückgrat des Imperiums. Und die Space Marines sind eigentlich mehr die Spezialisten, beziehungsweise die großen runter von meinem Kollegen. Ach nee, ist gar keiner. Was ist das jetzt hier? Oh, ein Bolter. Ah, okay. Aha. Wir drücken Enter und wir haben eine neue Waffe. Ah, okay, das Ding hat sogar... Das Ding hat sogar Autofeuer. Das ist ja sehr gut. Slash kann ich immer noch machen? Ja, okay. Also wir werden auch wahrscheinlich verschiedene Waffen noch sehen. Und zwar gibt es noch den glaube ich, den Bolter oder so heißt der. Ich glaube, einen Bolter habe ich gerade in der Hand, aber ich glaube, es gibt noch sowas wie so einen Gatling-Kanone oder so. Und die mit den gelben Schulterblättern sind eigentlich das Problem hier. Oh, ein Goblin. Ist aber echt schon blutbefleckt, ey. Na, okay. So, und wie ihr seht, in Deckung gehen ist nicht. In Deckung gehen ist nur für Mem. Wir bleiben stehen wie ein Mann. Und machen die Grünhalle fertig. Ne, kommt was, ihr wollt noch mehr? Da kriegt ihr das. Yeah, so ist das. Oh, oh, Granate müssen wir natürlich jetzt weglaufen. Aber wer hat auch schon natürlich im Nahkampf zu kämpfen? Er sorgt dafür, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Und im Nahkampf haben die uns natürlich nichts entgegenzusetzen. Da sollen sie mir erstmal zeigen, was sie drauf haben. Treffen wir natürlich gelernt sein. Und dann haben wir unser Leben wieder. Ich frage mich jetzt, wie lange ich hier noch weitermachen soll. Oh, und noch mehr. Das heißt, es ist hier einfach vom Leib zu halten und einfach Slash, Slash, Slash machen hier. Hacken wir uns einfach mal durch. Good reason. Your days as a novice are behind you. Why do you still interpret the Codex so narrowly? I look to its rules for guidance. We all do. But there are also benefits to thinking for yourself, Leandros.
strike it! Ja, schiere Masse. Die Orks sind ja schon immer bekannt dafür, dass sie in Masse auftreten. Das war bis jetzt in allen Spielen so. Und das ist der falsche Weg. Hier müssen wir lang, genau. Ja, was kann man noch so zu Warhammer erzählen? Ist eigentlich ein sehr cooles Szenario und auch die Bücher und das Ganze. Sedonus picked up local Imperial Guard communications. They survived under the shadow of that gun. I want to know how. Szenerie drumherum ist auch ganz gut gemacht. Man hat auch noch so ein Tabletop-Spiel. Und das ist der erste. Oh, verdammt. Imperial Guard, den wir nicht retten konnten. Das war, glaube ich, jetzt skriptsequenzmäßig. Hoch. Nix da. Ihr lasst den Bunker mal schön in Ruhe. Nix da, ihr lasst mal Marines in Ruhe. Ah, ich habe keine Munition mehr. Ah, na natürlich, daran kann es natürlich liegen. Not for the lieutenant. Where will we find this lieutenant? At the front lines. Follow the trench network to the lieutenant's command bunker. Carry on, guardsman. We rendezvous with Sedonus, then we find this lieutenant. We need updated intel on the gun battery. Through here, my lords. Head out the upper level and continue through the plaza. The bunker is beyond that. Okay, und die halten das Ganze hier also mit diesem schweren Maschinengewehr. Der will echt nicht sterben, jetzt. Okay, wir haben keine Munition mehr zum Aufsammeln, leider. Dann gehen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Okay. Ja, wie die vier Leute hier durchgehalten haben, ist natürlich richtig krass. Und eigentlich sind sie ja. Genau. No. Get off! My legs. I can't feel my legs. I got to see a space marine before the end. Got him to wrap. Watch over those who fight in your name. Mein Gott, die hat's echt schwer erwischt hier. Wie gesagt, das sind halt die normalen imperialen Truppen. Und die haben die Orks halt von ihrer Stärke her nichts wirklich entgegenzusetzen. Und sie sind halt zahlenmäßig und halt in der Stärke halt unterlegen. Deshalb sieht der Kampf meist schlecht für die Imperiale gerade aus. Okay. Captain, I'm in position at a broken monument near the guard lines. Meine Güte, die hat's echt auseinandergenommen. Doofen Orks. Dann helfen wir mal unserem Space Marine Kollegen hier. Sergeant, I see you found something to keep you busy. Worry not, Captain. I've saved some orcs for you. The orcs have got that gun well defended, no mistake. But typical orc behavior would be to dismantle or destroy the gun. And certainly not use it to keep our forces at bay. There's a strategy behind it. Their leader is no fool. This day is getting interesting. I may have encountered the orc during our jump to the surface. That was the orc ship I saw crash near here, I take it. Did he survive? If the Horde hasn't turned on itself, it's still under his control.
Wir haben eine Chainsaw unlocked, die beste Waffe im ganzen Spiel. Yeah. Und jetzt dürfen wir es auch noch ausprobieren. Oh mein Gott, das ist ja richtig nice. Sehr, sehr geil. Und wir nehmen sie zahlreich auseinander. Das ist ja nichts gegen das Taschenmesser von vorhin. Andersrum, das Taschenmesser von vorhin ist ja nichts dagegen hier. Mai, mai, mai. Sehr, sehr schön. Zur Geschichte, wie wir gerade gehört haben, reagieren die Orks anders als gewohnt. Leider, naja, ist es schon... Also kann man schon absehen, wer dahinter steckt. Beziehungsweise aus den Trailern konnte man auch sehen, dass man dann später auf die Dämonen, beziehungsweise auf Chaos-Krieger treffen wird. Und das gab schon sehr oft in den Warhammer-Spielen, dass die Orks von irgendwelchen Chaos-Leuten gelenkt wurden oder mit ihnen zusammengearbeitet haben. Sodass sich die Geschichte hoffentlich nicht gleich spielen wird, aber so ähnlich gab es sich halt schon öfters in den Warhammer-Spielen. Aber schauen wir mal, lassen wir uns das mal überraschen. Greifen wir mal nicht weiter vor. Target, that's quick. WTF, sage ich ja bloß. Kann man da nichts öffnen hier? Können wir hier hoch? Ah, wir können hier hoch, sehr gut. Ja, und wo müssen wir jetzt weiter? Oh, blöden, was auch immer, explodierende Schweine. Die hat eine Schweine, ich nenne es eine rollende, fressende Kugel aus Fleisch. Sehr schön. Okay. Was kann das Dropship? Kann ich das kaputt machen? Wird das Ding geschossen? Wie werfe ich denn eine Granate? Wo denn? Ah, da. Na super. Ah, okay. Und exterminieren. Nein, 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 ich brauche einen zum... okay. Und den nächsten. Wird aber sehr knappe Geschichte heute. Erstmal raus und dann von weitem schießen, das sind zu viele. Also die finishing Moves gefallen mir wirklich sehr. Haben sie gut gemacht.